schönen Aufkleber ist wieder falsch rum. I love Slovenia. Hier kann man nackt, mit nackten Füßen, nicht nackt, durch so Behälter mit Salz laufen und dann einmal fühlen, wie sich so Salz halt angefühlt, weil ich habe noch nie so grobes Salz gemerkt und irgendwie könnte ich sie auch mit meiner Hand anfassen, aber der liebe Niklas meint, man muss unbedingt nackt mit nackten Füßen durchs Salz laufen. Schon so ein wenig im Hintergrund, es grummelt und so sehr und sieht dann auch so ein wenig, ja, was ist das? Es soll so ein wenig die Küche der Zukunft sein, alles sehr futuristisch werden. Wir sind in Russland angekommen, ein sehr interessantes Land, so wenn man auch mal ein bisschen um die Ecke schaut. So, das war jetzt Russland, was ich eben gesehen habe. Jetzt schauke ich gerade in Estland, auch mal sehr entspannt soweit. Und direkt hinter mir geht es zum Oman. Das war's bei den nächsten Schnittbildern. بحبك وحفضل احبك ومش عايز اعيش غير بيكي. ده مجنون مين اللي يحبك ويفكر يحب عليك. لسانك بينقط لوس وقوامك موز والنبي موز. So, wir sind jetzt hier angekommen an der Warteschlange zu Katar. Das Gebäude sieht sehr interessant aus mit so einem arabischen Touch soweit. Was ihr eben gesehen habt, war USA, hat sich ziemlich konventionell eigentlich gehalten, soweit mit dem ganzen Food und so. Wir nennen es Feed the World oder Feed the Planet 2.0. Wahrscheinlich einfach noch mehr messen, noch fetter werden, ich habe keine Ahnung. Es ist natürlich so innovativ sein, war Obama, hat auch seine Ansprache gehalten, auf Bildschirm natürlich. Und jetzt kommt hier Katar, mal gucken, was die so zu bieten haben. Ihr werdet es auf jeden Fall mitnehmen. كلامك يا خراش علي زي ما يكون بيكهربني بحبك يا ابن الايه كلامك توهني معاك نساني انا هنا ولا هناك لما بسمع بيدوخني وبضعف قوي وياه Katar war jetzt eigentlich ganz interessant. Man hat wieder gemerkt, wo das Geld steckt. Wir sind jetzt mittlerweile in Monaco angelangt. Das ist hier so ein Container allein. Ich versuche mal immer wieder Niklas schön aus dem Bild zu bekommen, aber leider ist er zu schnell. Egal, es sind hier so ein paar Container und sowas noch drin dran. Und hier geht es halt so ein bisschen um Ernährung, auch hier um den Jellyfish, also die, wie heißt das auf Deutsch? Diese Teile da, diese Kaulquappen, genau. Nee, nicht Kaulquappen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und sieht hier recht interessant aus, alles ein bisschen spielerisch aufgebaut zu sein. Und alles mit so Schachtelsystemen. Ich kann es mal ein bisschen so rumzeigen. Alles ein bisschen Schachtelsysteme. Und hier fragil und all sowas. Man sieht hinter mir ganz viel Langes und sonst nicht viel. Die andere Seite ist nicht sehr lang. Wir sind jetzt wirklich alles so langsam über die Tage abgelaufen und es war sehr interessant, sehr spannend. Wir sind
jetzt hier endgültig fertig, Tag 3. Und so Füße schmerzen wie sonst was. Wir waren ungefähr 20 Stunden jetzt hier auf der Expo. Wie viel? 22 Stunden höre ich gerade. Auf der Expo soweit. Und es ist schon recht eindrücklich gewesen. Ich bin jetzt hammermüde. Das endgültige Resümee und abschließende Fazit gibt es dann morgen von mir erst nach einem kurzen Cut. Das war jetzt nicht ein Tag, sondern zwei Wochen später. Aber schaut mal, die Aussicht macht doch alles wieder weg. Die Expo war echt was mega Cooles. Und lasst dem Ganzen noch ein Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wer kein Like da lässt, der muss sich jetzt noch dieses awesome Ende anschauen. Ich habe es jetzt extra so ganz als Ausklang da gelassen. Es ist so eine spirituelle Inspirationsquelle, kann man schon sagen. Dieses Gebäude nennt sich Life of Tree und einfach was Wunderschönes. Ich sehe es selbst.